Auf einmal überkommt mich ein Grauen. Ich habe geträumt, ich wäre mit meinen Freunden zusammen. Aber wieso waren die denn noch am Leben? Ich hatte sie doch alle getötet. Es sind hier drin ungefähr 5 Quadratmeter. Ich finde es aber angenehmer als in einer großen Zelle. Ich kann in der kleinen Zelle einfach besser nachdenken. Und in der Einzelhaft ist doch keine Schlägerei möglich. Einmal saß ich allein in einer großen Zelle. Ich konnte es nicht ertragen. Ich habe mir den Mund zugenäht und die Venen aufgeschlitzt.
Dann hat man mich in die psychiatrische Abteilung gebracht. Ich heiße Maxim Kiselev und bin 31 Jahre alt. Ich habe Sigmund Freud gelesen. Er schreibt über Phobien, Psychoanalyse und das Unbewusste. Das interessiert mich, denn ich war nicht bei Bewusstsein, als ich mein Verbrechen begangen habe. Ich erinnere mich noch, dass ich viel getrunken habe. Dann fing ich Streit an. Als ich zu mir kam, hatte ich ein Messer in der Hand. Ich lag auf einem Mann, auf dem Boden. Das Messer hatte ich ihm in die Kehle gerammt. Er war noch am Leben, aber er war bewusstlos, weil ich ihm einen Stuhl über den Schädel gezogen hatte. Ich zog das Messer raus und er zuckte noch. Sein Blut spritzte auf mich, auf meine Schuhe, meine Socken, meine Hose. Ich hatte keine Erinnerung an den Abend. Langsam habe ich dann bemerkt, dass 6 Leichen um mich herum lagen. Ich hatte 6 Menschen getötet. Eine Frau war auch darunter. Der Rest waren Männer. Ich habe die Leichen aufeinander gelegt. Sogar ein 10-jähriger Junge war dabei. Der war bestimmt keine Bedrohung gewesen. Vielleicht hatte ich ihn getötet, weil er ein Zeuge war. Das tut mir sehr leid. Das mit den anderen nicht, aber das mit dem Kind. Einen Menschen zu töten ist nicht schwer, aber es ist sehr schwer, mit der Tat zu leben. Ich erinnere mich an alle meine Verbrechen, an jedes einzelne. Das ist die schlimmste Strafe. Sich mit der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Ich heiße Timur Temirov. Und ich bin zur lebenslangen Haft verurteilt. Einmal am Tag habe ich 1,5 Stunden Ausgang. Ich kann den Himmel sehen. Ich kann frische Luft atmen.
und stell mir vor, wie es ist, frei zu sein. Jeder wird mit gewissen Fähigkeiten geboren. Und ich hatte alle Talente, um ein Verbrecher zu werden. Die 90er Jahre in Russland waren wie die 30er in Chicago. Es herrschte regelrecht Krieg. Wenn damals Leute zu einem Treffen mit einer Sporttasche erschienen, dann war klar, da ist eine Kalaschnikow drin. An einem Abend war ich in einem Nachtclub. Da hat mich ein Mitglied einer anderen Gang in aller Öffentlichkeit beleidigt. Daraufhin richtete ich meine Waffe auf ihn und forderte ihn auf, sich zu entschuldigen. Doch er zog ein Messer. Ich habe ihm eine Kugel in die Brust und zwei in den Kopf geschossen. Jeder hat sein Markenzeichen. Ich habe meine Opfer immer mit Kopfschüssen umgebracht. Zwei Schüsse hinters Ohr. Für 4 Morde wurde ich schuldig gesprochen. Dass ich Auftragskiller war, spielte bei dem Urteil keine Rolle. Die Bedingungen hier sind sehr hart. Und man begreift bald, dass man nie wieder frei sein wird. Ты смотришь сейчас телевидение часто? Да, смотрю. Не очень часто, но смотрю. Я уже, знаешь, честно говоря, такое отвращение к нему. Ты знаешь, Витя, по этому поводу у меня такое мнение, что если бы вообще меньше показывали бы вот это насилие, кровопролитие кругом, особенно вот эта порнография бесконечная. Это есть растление. Растление. Нам внушали и воспитывали, что уважительное отношение к женскому полу.
старшим. К старшим, да. Чтобы вставать, выступать в свое место. В трамвай едешь, да ты не позволишь себе сидеть, если старушка или стоит. Или какую-то да. тяжесть несет там. Да. Взял, помог там. Это естественно было. А сейчас... Ты давно письмо-то получал из зуба? Я? Выявить, если честно сказать, я уже где-то около 8 месяцев получаю. Не получаю. Письма сам пишу, ответов нет. In den ganzen 26 Jahren habe ich nicht ein einziges Mal Mitleid für einen Gefangenen empfunden. Alle haben sie abscheuliche Verbrechen begangen. Здравствуйте, поднимайся. Повернулся. Как дела? Вопросы. Заявление. Ну все, до свидания. До свидания. Очень тяжело, конечно, человеку просто в клетке. Natürlich ist es sehr schwer, 25 Jahre lang in einem Käfig zu hausen. Бывают и такие случаи, по людей просто. So mancher Insasse dreht da durch. Mein Name ist Subkhan Dadashev. Ich bin der Leiter der staatlichen Strafvollzugsanstalt Kolonie 56. Закиров, Ларионов, Исупов, Галимов, Сологуб, Фролов. Hier sitzen einige der gefährlichsten Verbrecher von ganz Russland. Мазалов, Матвеев, Сулейманов. И террористы есть, и маньяки. Terroristen, Verrückte, Serienmörder, Vergewaltiger. Ich bin mir ganz sicher, dass nicht einer von denen unschuldig ist. Die sind alle schuldig. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit denen. Für mich wäre die Todesstrafe die einzig richtige Lösung. Шершнев, Иосифов, Заворохин, Чугунов, Мифтахудинов, Курбанбай, Душинин, Лысенко, Сулейманов, Бармин, Михалажин, Сметанин, Мазалов, Камера Смирникова, твоего самого слова. Die Zeit in der Todeszelle war grausam. Ich war der Letzte, der begnadigt wurde. Открылась кормушка, то есть окошко. Ein Mann, der die Anordnung des Präsidenten sah, dass seine Todesstrafe in lebenslang umgewandelt wird, hat sich 5 Minuten später erhängt. Через 5 минут он повесился. Другой повесился через 3 Tage später hat es ihm ein anderer nachgemacht mit der eigenen Unterhose. Четвёртый просто напросто. Und noch ein anderer hat sich erstochen. Mhm.
Wenn man mich hingerichtet hätte, hätte mir das die ganze Quälerei erspart. Eine Haftstrafe von 25 Jahren ist nicht gerade angenehm. Nicht mal für jemanden wie mich. Ich bin der Insasse Wladimir Eremev. Ich habe keine normalen Menschen getötet, sondern lauter Mistkerle. Ich bin jetzt 62 und habe über 40 Jahre im Knast verbracht. Ich habe hier mehr Zeit als jeder andere verbracht. Ich kümmere mich um das leibliche Wohl der Insassen. Ein satter Insasse benimmt sich. Hungrig stellt er eine Bedrohung dar. Du wirst nicht als Verbrecher geboren. Die Lebensumstände machen dich dazu. Ich wurde Verbrecher, weil ich Hunger hatte. Meine Geschwister haben früher Holzspäne gekaut, weil es nichts anderes zu essen gab. Da habe ich eine Frau getötet. Mit einem Messer. Ich wollte keine Kugel verschwenden. An meinen Händen klebt Blut. Entscheidend ist die Wirkung auf die menschliche Psyche. Schon das Zeitgefühl hier drin. Ein freier Mensch draußen glaubt, dass einem hinter diesen Mauern ein Tag wie eine Ewigkeit vorkommt. Aber der Kopf eines freien Menschen ist voll von Eindrücken. Er geht hierhin, geht dahin. Er trifft sich mit dieser Person, trifft sich mit jener Person. Sein Tag ist voll von Erlebnissen. Und alle sind in seinem Kopf gespeichert. Aber hier haben alle Gesichter den gleichen Ausdruck.
Und das Leben läuft im Leerlauf. Darum verfliegt die Zeit in meinem Kopf wie im Nu. Ein Tag ist wie eine Stunde, eine Woche ist wie ein Tag. Das belegt Einsteins Theorie, dass die Zeit relativ ist. Sie vergeht unterschiedlich schnell für Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Manchmal merke ich nicht, wie die Zeit vergeht. Aber manchmal habe ich auch zu wenig Zeit. Ich bin fast den ganzen Tag eingesperrt. Wenn ich Ausgang habe, sind das 1,5 Stunden. Den Rest des Tages bin ich in der Zelle. Aber verrückt werden kann man genauso gut draußen wie drinnen. Das hängt von der Person ab, nicht von der Zelle. Es hängt davon ab, was sich im Kopf abspielt. Auch hier in der Zelle gibt es genug Platz, um sich gut zu beschäftigen. Ich versinke in einem autistischen Zustand. Ich stelle mir ein imaginäres Leben vor. Ich male mir eine Innenwelt aus, die besser ist als die grausame Realität. Ich werde oft gefragt, wie ich es so lange aushalten kann, ohne durchzudrehen. Aber wer sagt denn, dass ich nicht schon längst verrückt geworden bin? Jeder, der so lange diese Strafe verbüßt, bekommt eine Meise. Das kann keiner verkraften. Von den Männern in den Zellen hier dreht ein Drittel durch. Nur die Starken überleben. Die meisten verlassen diesen Ort im Sarg. Nur wenige stehen das durch. Bis jetzt gab es noch keine einzige vorzeitige Entlassung bei uns. Aber manch einer hat noch immer Hoffnung. Er schreibt dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ist voller Erwartungen. Aber das ist reine Illusion. Ich frage sie dann, was sollen all die Mühen mit dem Schreiben? Sie sind wie Ertrinkende, die sich an einen Strohhalm klammern. Sie denken, dass es für sie Rettung geben könnte. Я как бы с 18 лет сижу, и мне сейчас уже 34 года.
Das allererste Mal bin ich mit meiner Frau hierher gekommen. Wir sind gefahren und gefahren. Und irgendwann hat sie gefragt, warum fahren wir immer tiefer in diese Wälder hinein und nie kommt uns ein Auto entgegen? So riesige Wälder habe ich noch nie zuvor gesehen. »24 Jahre war ich alt, als ich hier anfing. Jetzt bin ich 50. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Selbst bei den alten Insassen aus den Todeszellen sind es nur 25 Jahre. Und ich habe schon 26 hinter mir. Schon komisch, oder? Die verbüßen eine Haftstrafe und mich bindet mein Arbeitsvertrag an diesen Ort.« Ich wurde zu lebenslang verurteilt. Ich habe in allen Anklagepunkten meine Schuld eingestanden. Ich habe einen Geschäftsmann ermordet. Ich habe ihn mit einer Waffe in jeder Hand erschossen. Ich habe ihm keine Chance gelassen. Ein andermal habe ich einen Wachposten getötet. Er hatte mich zuvor angeschossen. Da habe ich ihn getötet. Ich verdiene diese harte Strafe. Ich war 16, als ich meine zauberhafte Frau geheiratet habe. 2 Jahre später wurde mein Sohn geboren. Ich habe ihn seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Er hat mir einmal geschrieben: Papa, ich bin nicht wie du. Ich bin anders. Verzeih mir. Da habe ich gewusst, dass er mich nicht verklärt. Mein Sohn ist anders. Ich hatte meiner Familie erzählt, ich würde bei einer Ölfirma arbeiten. Wir hatten keine Ahnung, womit er sein Geld verdient. Wir wussten nichts. Es ist schon so lange her. Aber noch immer kann ich nicht glauben, dass er so etwas getan hat. Ich habe ihn jetzt 5 Jahre nicht gesehen. Ich heiße Vlada Temirova. Ich bin die Frau von Timo. Ich besuche ihn mit unserem Sohn. Es sind hin und zurück 60 Stunden Fahrt, um meinen Mann für 4 Stunden zu sehen. Vor 25 Jahren haben wir geheiratet. Da war ich Julia und er Romeo. Es wird schwer, ihn wiederzusehen. Jetzt sind wir endlich da. Sieht unheimlich aus.
Ich habe vor einem Tag erfahren, dass meine Frau und mein Sohn zu Besuch kommen. Wenn man nichts tun kann als warten, steht die Zeit still. Das waren lange 24 Stunden. Der Mensch schätzt, was er im Leben hat, erst dann, wenn er es verloren hat. Телефоны выключайте. Ага, давайте. Все тебе передают привет, все тебе так хорошо говорят, все тебя помнят. И рады, что мы едем к тебе. Ты не плачь, не плачь. Да, я уже успокоилась. Успокойся, все нормально. Ты такая же красивая. Ну, я тебя очень люблю. Время тоже. Я, знаешь, часто думаю, насколько мне повезло с тобой, что я тебя встретил в жизни. И время остановилось, пока я вас ждал. Что сказать, я не знаю. Впрочем, перед тем, как сюда прийти, думал, о чем разговаривать, и были темы для разговора. Все мысли пропали, потому что эмоции переполняют меня. Вот и вся ситуация. Мама как чувствует себя? Ну, мама сказала, что она будет столько жить, сколько нужно для того, чтобы тебя дождаться. Ладно, я дам сыну пока трубочку. Здравствуй. Хорошо, Владимир. Благодарю. Тебе тоже неплохо. Спасибо. Ты возмужал, стал мужчиной больше. Я рад тебя видеть. Я благодарен тебе, что приехал проведать меня. Я не мог упустить такую возможность. Ни в коем случае. Видишь как. Помнишь, когда мы с тобой последний раз виделись? Да, я помню. Да, помню прекрасно. Как будто как вчера. С Артемом тоже вспоминаю. Рисуют очень много. Интересуются. И когда вот мы созвонились с ним, я хотел бы слушать. Мне мама помнила. Ну, сын у нас какой вырос, смотри. Ну, мы же родные люди, мы воспринимаем такие, какие мы есть. Мы одна кровь. У нас есть свои достоинства, недостатки. Мы любим друг друга, это самое главное, мы это чувствуем. И все. Знаешь, сейчас приду, у меня там на крыльях летать буду. Не знаю, что со мной будет. Ладно, дорогой. Давай, родная, я люблю тебя. Дай руку. Я люблю. Я люблю тебя. Береги маму. Я люблю тебя. Дай Бог здоровья вам. Берегите себя. Загоняйте все. Пойдем, помню. Увидимся. До свидания.
нас на обед будет? На обед? Раковые фейки. Как всегда. Если так работать будем, от голода умрем. Рот мы должны как можно быстрее побольше заказов принимать. Понятно. Не туда, не туда, не туда. Вот середину туда. Машина заедет, заберет все. Wenn die Aufseher nicht hinsehen, übernehmen wir alten Hasen das Regiment. Und für mich zählt noch der alte Verhaltenskodex. Ich knüpfe mir jeden vor, der sich an Unschuldigen vergreift. Und ich bin ein harter Hund. Die wichtigste Regel heißt, hier darf es keinen Streit geben. Das ist die Regel Nummer eins. Deshalb müssen sämtliche Ausdrücke oder Taten vermieden werden, die in Streitigkeiten oder Schlägereien ausarten können. У нас был такой случай здесь, у нас есть в колонии, который бил двух девочек. Da gibt's einen, der hier einsetzt, weil zwei Mädchen vergewaltigt und getötet hat. У нас было общее построение. Eines Tages beim Appell hat einen anderen Insassen getreten und beschimpft. Und ich stand daneben. Ich sagte zu ihm, Koja, was nimmst du dir heraus? Dieser Typ war wegen Mädchenmord hier, einem Verbrechen, das wir verabscheuen. Seit ich zurückdenken kann, werden Typen wie der verprügelt, ausgepeitscht, gefickt. Also haben wir ihn uns vorgeknöpft. Jetzt macht er keinen Ärger mehr. Er hat lernen müssen, dass einem auch hier drin der Prozess gemacht wird und das Urteil auch vollstreckt wird. Ich bin seit 16 Jahren hier. Ich habe es verdient. Mein Name ist Andrei Lebedev. Das war 1994, hatte ich keine Arbeit, kein Geld, nichts. Aber ich musste irgendwie überleben. Also schloss ich mich einer Gang an. Wir sind in den Wald gegangen. Ich war ziemlich angetrunken. Ich habe ein Mädchen vergewaltigt. Danach habe ich sie getötet. Ich habe sie abgestochen. Die Leiche habe ich einfach im Dickicht versteckt. Das wäre nie aufgeflogen, aber kurze Zeit später wurde ich selbst niedergestochen. Und als ich im Krankenhaus lag, habe ich dann alles der Polizei gestanden und verraten, wo die Leiche liegt. Denn ich wusste, ich kann so nicht weitermachen. Ich hatte mich einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ich musste mich von der Gang lösen. Mein Geständnis war dann das Ende. Und mein Weg in die Unterkaste.
Im Gefängnis heißt das Unterkaste. Wenn ein Mann zum Beispiel ein Kind vergewaltigt hat oder einen Jungen, hat er hier vor den anderen allen Respekt verloren. Er wird zum Niemand. Das ist seine Strafe. Er ist dann ganz unten. Ich heiße Michael Nekraschuk. Ich bin seit 18 Jahren hier. Ich gehöre zur Unterkaste. Wir putzen die Baracken. Wir fegen die Fußböden. Wir räumen Sachen auf. Am ekligsten ist es, die Toiletten zu putzen. Die müssen in der Kantine ihr eigenes Geschirr benutzen. In den 70er Jahren gab es das Bestreben, diese Regelung abzuschaffen. Alle sollten aus den gleichen Schüsseln essen. Aber das führte in den Gefängnissen zu Mord und Totschlag. Manche Männer gehen gerne freiwillig in die Unterkaste, weil sie schwul sind. Man nennt sie Arbeitsschwänze. Jeder weiß, dass sie für Tee oder Zigaretten Sex mit Insassen haben. Was mich betrifft, ich bin absichtlich in der Unterkaste. Mich wurde so geboren. Ich fühle mich zu Männern hingezogen. Wenn mich ein Kerl anspricht und sagt, gehen wir darüber, dann gehe ich eben mit, ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden. Und so kommt man auch zu was. Einmal kriegt man Tee, ein andermal eine Schachtel Zigaretten. Ganz ehrlich gesagt, ich sehne mich gar nicht danach, frei zu sein. Wo sollte ich denn hin? Keine Ahnung. Ich bin so sehr an dieses Leben gewöhnt. Das hier ist mein neues Zuhause. Hier bin ich, wer ich bin. Ich
Einmal habe ich einen Brief von einem Mädchen erhalten. Sie hatte einen Grund, mir zu schreiben. Ihr Vater wurde ermordet. Und als sie 14 war, wurde sie vergewaltigt. Und sie wollte nun einen Menschen kennenlernen, der solche Verbrechen begangen hat. Einen Mord, eine Vergewaltigung. Sie wollte das einfach verstehen. So fingen wir an. Wir schrieben uns 6 Jahre lang Briefe. Daraus entwickelte sich eine richtige Freundschaft. Und als ich um ihre Hand anhielt, sagte sie ja. Vor 11 Jahren besuchte sie mich das erste Mal. Und jetzt haben wir 2 Kinder. Der Junge ist 7 und kommt dieses Jahr in die Schule. Das Mädchen ist 5. Aber ich habe beide noch nie gesehen. Bis jetzt waren sie noch nicht hier. Рождеством своим возвеселившая, радуйся сетование чающих утех Израилевы на радость приложившая. Переосмысление ценностей вообще человеческих идет, когда попадаешь. Unter harten Bedingungen ändert sich das Bewusstsein. Mir die Schlinge um den Hals zu legen, mir die Adern aufzuschneiden, zu verbluten, Selbstmord zu begehen. Diese Gedanken habe ich nicht mehr. Denn ich habe begriffen, ich muss mich abrackern. Wie heißt es so schön? Gott musste leiden. Und das müssen wir jetzt auch. Mein Name ist Albert Riabinin. Ich habe 19 von 25 Jahren wegen Mord abgesessen. Ich wollte nicht, dass sie sterben, aber sie sind eben gestorben. Nicht leicht drüber zu reden, ist schon lange her. Damals war ich 21. Ich hatte einen Job bei der Friedhofsverwaltung. Ich ging mit meinen Arbeitskollegen einsaufen. Die Dinge gerieten außer Kontrolle. Es kam zu einem Kampf.
Vier Menschen habe ich umgebracht. Ein paar mit einem Messer, die anderen mit den bloßen Händen. Danach habe ich lernen müssen, was es heißt, lebenslang eingesperrt zu sein. In einem anderen Gefängnis hat man mich verprügelt, gleich nach der Einlieferung. Ohne jeden Anlass. Nach der Keilerei konnte ich meine Zähne ausspucken. Tja, vielen Dank an die Wärter dort. Meine Innenwelt ist meine einzige Freiheit. Ich habe zwar eine Tochter und sogar ein Enkel wächst heran. Aber ich habe von meiner Familie seit 17 Jahren niemand mehr gesehen. Können Sie sich vorstellen, wie das ist? Das ist meine Tochter. So sieht sie jetzt aus. Erwachsen und verheiratet. So hat sie ausgesehen, als ich sie das letzte Mal sah. Das war 1995. Und das ist mein Enkel. Ab und zu schreibt mir meine Tochter. Meine Frau wollte natürlich nicht so lange auf mich warten. Aber dein Kind bleibt immer dein Kind. Das Allerwichtigste ist, nicht den Lebensmut zu verlieren. Letzte Woche hat man mir gesagt, dass meine Mutter kommt.
Ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Am Tag vor dem Mehrfachmord hat mich Mama gebeten, nicht zu trinken. Aber ich habe nicht auf sie gehört. Ich habe mich betrunken und dann all die Menschen getötet. Wie soll ich ihr jetzt in die Augen schauen und mit ihr reden können? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe Schiss. Meine Mutter ist der einzige Mensch, den ich auf der Welt habe. Sonst gibt es niemanden mehr. Und mich quält immer wieder die Frage, ob sie mir verziehen hat oder nicht. Sobald ich an Maxim denke, erscheint vor mir sein Gesicht und seine Statur. So wie er war, als er zum letzten Mal aus dem Haus ging. Sonst hatte er immer bis später Mama gesagt. Aber an diesem Tag sagte er, leb wohl. Als ich die Tür hinter ihm zumachte, dachte ich mir, warum denn leb wohl? Als ich von dem Urteil erfuhr, wusste ich nicht, wie mein Leben weitergehen sollte. Manche hatten Mitleid mit mir, aber andere sagten, da geht sie, die Mutter des Mörders. Ich fürchte, es wird das letzte Mal sein, dass ich ihn sehe. Es ist einfach zu teuer, hierher zu kommen. Что там нового вообще сейчас вижу?
Насилие, разврат, там, этот, педофилов, это куча целых стало. Я бы их сам уничтожал. Вот выпустили бы меня на свободу, сказали, что это? Будешь бы народным мстителем педофилов давить, я бы сказал, буду. Такая фигня. Согласился. Как ты говорила, помнишь, говорит, не пей. Выпили. Ну, и все. Теперь вот здесь. Хватит, так не стоит плакать. Надо смеяться, наоборот, смех жизнь продлевает, а слезы убивают, наоборот. Как бы с позитивом надо, ну, ко всей ситуации надо относиться с позитивом. Позитивно. Позитивно. И так вот, глядишь, лет через вас встретимся. А сам ты слезы тоже сдерживаешь? Да. Видно же, в кому как жалко. Ладно, сына, все за нами. Ну, давай, я тебя люблю. Давай, мы счастливы. Мам, не надо, не расслабляйся. Мам, давай. Не расслабляйся, мам. Я ручку вас не спасу. Все, пошли. Замени. Сзади иди, Саня, отстань, отстань. Я таки до режиссера сам, да. Мороз, смотри, сын какой давит. Да, по-моему, сегодня ночью было -35. Возможно. Да. Потому что возьми, она сейчас даже солнце светит, а сейчас только 25. Да. Тут еще видишь, нас сейчас спасает. Нету ни водки, ни отравы никакой. Уже столько лет ты вроде ничего этого не пил. Вот, и поэтому. Вроде как. Уже, мол, ты уже понимаешь, что и без этого можно жить. Конечно. Срок уже заканчивается. Не за горами. Звонок. Meine Haftstrafe ist fast vorbei. Bald werde ich freikommen. Я вот сколько раз вот тебя ловил на мысли. Вот. Ich habe schon oft drüber nachgedacht. Ich komme raus aus dem Gefängnis. Вот выйдешь за зону, сядешь на лавочку. Aber was soll unser eins dann tun? А что делать? Куда идти? Wo sollen wir hin? Это ладно куда-то, если есть, там, съездить там. Es ist toll, wenn die Mutter noch lebt und man eine Anlaufstelle hat. Aber was ist der nächste Schritt? Nach 25 Jahren Haft kann mich doch keiner mehr brauchen.
Kleidung, Autos, sogar die Straßen. Alles wird anders sein. Selbst die Art und Weise, wie die Leute reden. Und wenn ich wieder zu Hause bin, wird mich doch ständig die Ortspolizei misstrauisch im Auge behalten. Davor habe ich natürlich Angst. Wie soll ich neu anfangen? Womit denn? Auf wen werde ich mich verlassen können? So ist das. Angst vor der Freiheit. Kennen Sie meinen größten Wunsch? Frei zu sein und bei meinen Vorfahren begraben zu liegen. Wo meine Wurzeln sind. Selbst im Grab wird es noch angenehmer sein als in dieser Fremde hier. Bin ich denn nicht eine Gefahr für die Gesellschaft? Doch, davon bin ich überzeugt. Wenn ich entlassen werde, treffe ich auf Leute, die ein schönes Leben führen. Und ich werde mir das Gleiche wünschen. Aber ich hatte ja noch nie einen Job. Und selbst wenn ich einen bekomme, werde ich ein paar Wochen lang arbeiten und dann bestimmt wieder klauen, saufen und töten. Hast du einmal getötet, tötest du wieder. Denken Sie an Ihre abscheulichen Verbrechen. Wer von denen kann schon rehabilitiert werden? Nehmen Sie zum Beispiel den Gefangenen, dem man nachgewiesen hat, dass er 8 Frauen ermordet hat. Er hat sie in die Wälder verschleppt und sie dort erschossen. Und er hat mit seinen Freunden darüber gelacht. Ich wünschte, wir hätten noch immer die Todesstrafe. Die Menschen draußen können das vielleicht nicht verstehen. Aber sie haben auch noch nie in die Augen dieser Killer geblickt. Für mich wäre die Todesstrafe die einzige Lösung. Als ich frei war, war ich blind. Jetzt wurden mir die Augen geöffnet. Ich habe mich verändert. Nicht, dass ich ein ganz neuer Mensch geworden bin. Nein, aber spirituell habe ich mich verändert. Ich mag Philosophie, besonders den Stoizismus der alten Griechen. Sokrates, Platon, Plotin. In schwierigen Augenblicken sind mir ihre Gedanken über das Leben eine große Hilfe. Aber es wäre einfacher, hingerichtet zu werden. Eine Kugel in den Kopf und das Licht geht aus. Keine ständigen Selbstvorwürfe mehr, keine Analyse deiner Vergangenheit. Keine quälenden Gedanken mehr, wie grausam du deiner Familie mitgespielt hast. Ich würde mich so gern bei all den Leuten entschuldigen, denen ich so viel Kummer und Leid bereitet habe. Vielleicht ist das mein größter Wunsch, mich vor ihnen niederknien zu können und zu sagen, verzeiht mir. Вот
Ich bin ein Mörder. Was soll da noch das ganze Gelaber über Reue? Wie können denn Mörder und Sadisten wie wir um Vergebung bitten? Um Gnade? Ein Mann, der 3 oder 4 Menschen getötet hat, der Frauen und Kinder getötet hat. Was für eine Reue soll es darin geben? Niemand ändert sich. Vielleicht begeht ein freigelassener Mann keine Straftat mehr und führt ein normales Leben. Aber das ist doch nicht Reue. Wenn du wirklich Reue zeigen willst, dann erschieß dich. Nimm ein Seil und häng dich auf. Das wäre die richtige Buße für deine Sünden. Und vor Gott allein werden wir alle büßen. Im Jenseits. Es sind hier drin ungefähr 5 Quadratmeter. Ich finde es aber angenehmer als in einer großen Zelle. Ich kann in der kleinen Zelle einfach besser nachdenken. Und in der Einzelhaft ist doch keine Schlägerei möglich. Einmal saß ich allein in einer großen Zelle. Ich konnte es nicht ertragen. Ich habe mir den Mund zugenäht und die Venen aufgeschlitzt. Dann hat man mich in die psychiatrische Abteilung gebracht. Ich heiße Maxim Kiselev und bin 31 Jahre alt. Ich habe Sigmund Freud gelesen. Er schreibt über Phobien, Psychoanalyse und das Unbewusste. Das interessiert mich, denn ich war nicht bei Bewusstsein, als ich mein Verbrechen begangen habe. Ich erinnere mich noch, dass ich viel getrunken habe. Dann fing ich Streit an. Als ich zu mir kam, hatte ich ein Messer in der Hand. Ich lag auf einem Mann, auf dem Boden. Das Messer hatte ich ihm in die Kehle gerammt. Er war noch am Leben. Aber er war bewusstlos, weil ich ihm einen Stuhl über den Schädel gezogen hatte. Ich zog das Messer raus und er zuckte noch. Sein Blut spritzte auf mich, auf meine Schuhe, meine Socken, meine Hose. Ich hatte keine Erinnerung an den Abend. Langsam habe ich dann bemerkt, dass 6 Leichen um mich herum lagen. Ich hatte 6 Menschen getötet.
Meine Frau war auch darunter. Der Rest waren Männer. Ich habe die Leichen aufeinander gelegt. Sogar ein 10-jähriger Junge war da. Auf einmal überkommt mich ein Grauen. Ich habe geträumt, ich wäre mit meinen Freunden zusammen. Aber wieso waren die denn noch am Leben? Ich hatte sie doch alle getötet. Der war bestimmt keine Bedrohung gewesen. Vielleicht hatte ich ihn getötet, weil er ein Zeuge war. Das tut mir sehr leid. Das mit den anderen nicht, aber das mit dem Kind. Einen Menschen zu töten ist nicht schwer, aber es ist sehr schwer, mit der Tat zu leben.